Ja, wirklich starten. Sind Sie sicher? Livestream ist an! Nur 50 Minuten, nur 23 Minuten Verspätung. Wir hatten ein paar Probleme. Hoffentlich klappt es jetzt. Hallo, ich bin hier. Aber mal gucken, wie gut das jetzt läuft. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie gut das jetzt wirklich laufen wird. Bin traurig, dass du mich nicht ankündigst. Ja, stimmt, Paul ist auch dabei. Ich bin auch dabei! Darauf habe ich gewartet. Eigentlich hatten wir vor, das Multicam-Event zu machen. Warum Aber startet Paul der ist. Livestream Mach jetzt du nicht auf mal einen meinem Handy? Speedtest. Wie viel kriegst du denn? Ich krieg 600. Welche denn? Großes oder kleines B? Kleines B. Okay, das reicht nicht. Das ist nämlich gar nichts. Kannst du den Stream damit wenigstens sehen? Der Start, wenn ich auf Play drücke, spielt er das nicht ab. Was Mein Handy spielt der ist nicht doof. ab? Ja, auf meinem Handy startet er das nicht. Mein Handy ist Wow. doof. Guck doch am. Ich Ich brauche kann nicht mehr auf dem Stream. Bildschirme. Mein Bildschirm ist voll, der Ich. zweite. Viel Ja, zu ich hab voll, ich dich. kann nichts sehen. Ja, ich hab dich. So. Das Fenster hier muss kleiner, damit ich den Chat auch lesen kann. Okay, weißt du, ich mache jetzt was vollkommen Verrücktes, ja? Ich lasse den Chat auf meinem Handy an und hole jetzt mein Tablet, um dir dabei zuzugucken, wie du streamst. Schön für dich. Augenblick. Kann man sich das eigentlich im Nachhinein angucken? Ist das aktiviert bei YouTube? Warum frage ich jetzt eigentlich, wenn du weggegangen bist? Ja. Warum? Ich hoffe mal, keiner kommt durch meine Tür da vorne, weil dann ist der live. Oder sie. Oder sie. Hoffe mal, dass da keiner durchkommt. Also, ich habe noch keinen Greenscreen, den man sehen kann. Die Tür könnte ich vielleicht auskriegen, aber das ist es auch. Ach, du meinst den Ketchup? Ah, jetzt kannst du reden. Du bist live. Wir sind live. Nix sagen. Liebe dich. Mehr als du dir vorstellen Ich kannst. darf nicht reden, sonst würde ich sagen, ich dich auch. Was ist bei dir los? Mein Bruder ist kurz reingekommen und hat mir den Ketchup gesnackt. Warum hast du Ketchup auf deinem Tisch stehen? Tom kriegt die Tür nicht zu. Aha. Aber ja, ich lade dich jetzt endlich mal ein. Ja, das gibt's ja auch noch. Dich eingeladen. Ich muss kurz darüber nachdenken, ob du laut genug oder nicht bist. Aber müsste ja, weil das ja die gleichen Einstellungen wie immer sind. Du in den Rainbow Six Siege Mini-Videos auch ganz okay warst. Es kommen Rainbow Six Siege Mini-Videos. Was sie? Wann schneidest du eigentlich? Jetzt kannst du nicht weg, jetzt ist live. Ich hab's geschnitten. Und die ganzen anderen Projekte, die du noch auf Platte hast? Habe ich geschnitten. Und wann kommen die? Weil ich wieder zu Hause bin. Aha. Und du Habe hast ich die doch ziemlich lange geschnitten. gebraucht. Länger als Hallo ich David für Wayout. Schneider. Ja, und? Robert, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe so manchmal das Gefühl, so mach das und dann habe ich das Gefühl, nee, mach lieber nicht, weil wenn du es jetzt machst, hast du sowieso keine Motivation dafür und dann kommt sowieso nur Bullshit raus. Und Bullshit will ich nicht hochladen. Okay. Kennst du das? Jetzt mal gucken, was ich für Missionen habe. Aha. Club Alpha Packs Challenges. ist falsch. Add. Oh, Collect. Collect. Soll man direkt spielen oder Terroristenjagd vor zum Einspielen? Ich aus wie David? Also Terroristenjagd. Nein, eigentlich nicht. Okay. Mit Rang oder kannst du auch nicht Rang spielen? Och, ich kann schon Rang spielen, aber ich möchte keinen Rang spielen. Du weißt auch genau warum. Ja, aber du glaubst, dass es weniger Spaß macht. Nein, ich glaube es nicht. Ich weiß es. Jetzt darf ich mich nicht mehr viel bewegen. Das hält nicht. Das mit dem Hut ist doch voll Scherz, oder? So.
Ja. Der hält halt auf dem Kopfhörer nicht. So. Ja. Das sieht so dumm aus. Ich weiß. Was will ich denn spielen? Doppelshotgun. Was muss ich denn spielen? Doppelshotgun. Ich hab gehofft, dass du das hörst, David. Wer hört was? David guckt uns live zu. Hallo, David. Also heute 16 Uhr kommt ein Video, das ich auch komplett mit Hut aufgenommen habe. Das ist nicht deine Ernte. Allerdings habe ich da keine Kopfhörer, da habe ich einfach nur Ohrstöpsel drin gehabt. Da war das ein bisschen leichter als mit Kopfhörern. Ja, komisch, ne? Ihr müsst eure Drohne verwenden. Kann ich mich nicht mehr viel bewegen. Ich freue mich schon daraus, Best of zu machen. Ja. Ich darf nicht hochgucken. Bitte. Ich kann so nicht spielen. Ich auch nicht. Das ist der einzige Hut, den ich besitze. 5 Sekunden bis Einsatz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Jetzt kann ich mich zumindest nicht mehr nach vorne lehnen. Haltet nach anderen Ausschau. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ich spiele Bombe, das ist gut zu wissen. Anna ist bei B im Bombenraum. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Wow. Nein! Drohne geht raus. Robert, da wurde. Ich kann nicht zielen, wenn ich so gut aufhabe. Ne? Was ist? Da, wo du aufgemacht hast, war einer. Ja, hab ich gemerkt. In dem Raum sind zwei. Boah. Wie viele sind das denn doch? Hier im Raum ist keiner mehr. Welcher Raum? Mit dem Billardtisch. Wo bist du überhaupt? Ich bin in der Kamera unter irgendeinem Tisch. Ach, du bist gestorben? Ja, ich bin gestorben. Ich fahr auch erstmal campen. Wir haben noch 2,5 Minuten. Toll, hier ist ein Störsender, könnt nicht mal. Komm da nicht rein. Da ist meine. Sind ja noch 3 Gegner. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Wünsche dir viel Glück. Ich mir auch. Wenigstens hat er den. Damit rechnen die bestimmt nicht. 16 Uhr live durch deine Tür. Wer? David schreibt, ich komme um 16 Uhr live durch deine Tür. Das sind alles 3 Lurker? Ja, 2 davon sind Lurk-Charaktere und einer davon wird gerne als Lurker gespielt. Aber ich gehe mal davon aus, dass irgendwer von denen gemerkt haben wird, wo der scheiß Dings liegt. Ja, bestimmt. Das war jetzt verräterisch.
Komisch, die kommen angelaufen. So, einer ist über dir. Schade. Da standen die wirklich da alle im Flur. Okay. Das ist nicht gut gelaufen. Ja, ich hab's nur leicht. David! Konnte ich in die Flur so zuschauen, das sehe ich gar nicht. Ich hab irgendwie ein Disconnect. Geht der, flieht der einfach? So wirklich. Ja. Weißt du, ich spiele nur zu 0 Runden, Robert. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ich spiele Cup. Aber jetzt habe ich da Shotgun ausgewählt. Ich will die Shotgun spielen, bitte. Ich habe viel zu wenig Informationen. Kannst du mich zu deinem Game inviten? Nee, ne? Warum steht da zwei gleichzeitige Streams? Kannst du mich in deinen Dings einladen? Kann ich versuchen. Weil ich aus Versehen das Event gedoppelt habe, hab das aber wieder gelöscht. Du hast den Tab noch nicht aktualisiert. Kann ich nicht einladen. Ist da schon wieder einer drin? Okay, dann. Komm dann raus, warte kurz. Echt, jetzt liefst du einfach? Ja. Ich spiele ja keinen. Also, würden wir jetzt Ranked spielen, hätte ich wieder reinkommen können. Hi, Little Dragon. Nee, die kommt auch um 16 Uhr live durch meine Tür. Ranked schmeckt, sag ich immer, Robert. Warum steht da zwei gleichzeitige Streams? Ich stream nicht zwei. Was hast du gerade nicht kapiert? Ich hab gerade aktualisiert. So. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich mir das sagen soll. Ja, vielleicht streamt irgendwer den Weiten des Internets auf YouTube ja auch. Auf meinem Kanal, ja schon klar. Ganz oder unserem Kanal. Kannst du denn Full HD oder HD gucken? Paul? Kann höchstens in HD gucken, weil mir lässt das Handy nicht zu, aber ich kann auch nur 480p auswählen. Warum das denn? Weiß ich nicht. Eigentlich streame ich in Full HD. Liebe Zuschauer, könnt ihr Full HD oder HD auswählen? Das wäre bitte mal eine hilfreiche Information, weil ich die Einstellung noch nicht ganz geblickt habe. Merkt man gar nicht. Da muss auch irgendwie nur eine halbe Stunde verspätet. Also. Ja, aber wir haben die Einstellung beschäftigt. Vielleicht hätten wir doch lieber erst so. Ich kann Full HD auswählen, also klappt das. Ja, gut. Über einer an. Aber mein Handy kann halt nur 480p. Wenn ich ihn nicht starte, ich habe die Auswahl auf 1080p, 60 FPS. Robert, da hat dir jemand was geschrieben. Hi Leute, Die Beleuchtung klappt. Ja, die klappt, das weiß ich. Die habe ich ja auch selber eingerichtet. Die kann nur klappen. Ja, natürlich. Diese Lampen sind extrem toll. Ich habe hier zwei Softboxen stehen, obwohl ich keinen Greenscreen habe, aber sonst viel zu dunkel hier ist. Ich kann die ja gleich mal ausmachen, um das zu zeigen. Ja, würde mich interessieren. Es geht doch, man kann mich sehen, aber es sind wirklich ganz viele Schatten und so. Also, ja, schon. Glaubst du, die spielt Doppelshotgun? Keiner spielt Doppelshotgun. Ach, Sabir. Abend. Der Schärfer ist jetzt gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Halte den anderen Ausschau. Ey, nicht mich wegbekochen, ey. Das war gar nicht nett. Wo gehst du lang? Ich komm mit dir, ich folg dir einfach. Das ist eine schlechte Entscheidung. Weil ich habe absolut keinen Plan. Ich auch nicht, deswegen folge ich dir ja. Wenn wir zu zweit keinen Plan haben, haben wir immer noch doppelt so viel Plan. Außerdem geht der Typ auch hier rum. Robert, ich weiß nicht, ob du bei Mathe aufgepasst hast. Da ist ein. Doppelte von 0 ist. Was ist? Das Doppelte von 0 ist. Warum sagst du mir nicht, dass du einer steht? Das hab ich gesagt, das wäre mal ein Typ mit Rüstung. Ja, viel zu spät, Robert. Also wirklich, Paul, da stand einer.
Ja, guck mal, Little Dragon kann 1080p 60 FPS gucken. Nein, Little Dragon kann 1860p 60 FPS. Ach komm, das ist aber eine komische Einstellung. Ich kann Full HD 60 FPS streamen, mein Internet ist gut genug. Also ich habe mich mal dazu entschieden. Ja. Muss ich eigentlich schießen. Mein Mauspad nicht zu benutzen, weil ich habe ja einen Laser in der Maus und das bedeutet, der kann auf der glatten Oberfläche von einem Tisch ganz gut funktionieren. Und irgendwie hakelt das nicht mehr so wie mit dem Mauspad. Ich glaube, ich brauche ein neues Mauspad. Oder wie siehst du das? Jetzt hat die Kamera den Hut auf. Kann den aber auf dem Bildschirm nicht ausbalancieren. Einer vom eigenen Trupp verbleiben. Hört man das? 860p. Alleine hört man das. Nö, irgendwie ja nicht. Das habe ich perfekt angegriffen, würde ich sagen. Wie kann ich eigentlich sagen, dass die Cam das separat aufnehmen soll? Was, dass ich die Facecam nachträglich reinsetzen kann? So zwei Programme aufnehmen. Bäh. Nee, Doppel-Shotgun. Hier, Leute. Wofür brauchst du deine Webcam? Ich nehme doch auch auf. Warum nimmst du denn auch auf? Damit ich einen lustigen Zusammenschnitt aus beiden Sichten machen kann. Achso. Weil vielleicht ja mal was Behämmertes bei mir passiert. Oder wir beide haben jetzt den Fluch des Aufnehmenden und bei dem anderen passiert immer das Interessante. Aber ich nehme halt auch noch parallel auf, automatisch. Passiert nichts Interessantes. Ah, ich glaube, so wird das sein. Ich finde es eigentlich meine Frisur, die ist unglaublich grausam. Also die ist voll on point, ja? Ja, die ist voll... Da ist sogar Gel drin. Da ist sogar Gel drin. Okay, 4 gegen 5. Mein Kopfhörer hat sich völlig zerstört. Eben sah ich doch ganz gut aus, bevor ich Kopfhörer auf. So. Die Bomben schützen. Hast gleichzeitiges Stream. Achso, das heißt nicht, wie viele Zuschauer ich habe oder was heißt das? Anzahl der Frames. Achso. Ah. Standort der das spiel ich überhaupt, ich spiel Jäger. Glaubst du, hier lohnt sich ein Mira-Fenster? Würde ich sagen. Soll ich es ausprobieren? Oh, man kann den Gang überwachen. AVS ist einsatzbereit. Stacheldraht wird ausgelegt. AVS ist einsatzbereit. Ich glaube, da lohnt sich kein Mira-Fenster. Robert, man darf nie vergessen, ja? Doch, ein Shotgun. Das ist halt die wichtige Aussage. Ist die Antwort auf alles, Doppelschutz. Auf jede Frage des Universums. Ist hier eigentlich das Fenster zu, oder ist es? Natürlich ist hier das Fenster zu. Lass mir mal den Shotgun davon abgeben, ich hab dir für eine Pistole. Ja, willst du die L oder die X? Stimmt, beide. Willst du die L oder die F? Willst du die L oder die XF? Du weißt doch, ne? Bei den Deutschen gibt's nur Hunter und Jäger. Ja. Auch für Hunter oder Jäger? Das haben wir eigentlich voll Idioten im Team. Ich muss nochmal kurz in die Einstellung. Du bist ganz kurz alleine, Robert. Wir sind nur zu zweit, Paul, also beeil dich mal.
Ja, jetzt bist du alleine. Das Fenster auf. Ich hab irgendwas angeschossen. Ich bin hier. Pass auf. Also wie viele haben wir doch? Ach, ein Schild! Hab ich. Nein! Rechts an dem Fenster, was nicht so gut war. Wo ich stand. Da ist die Wand da offen oder nur Fenster offen? Nur die Wand ist offen bis jetzt, glaube ich. Nur noch ein. Kann sein, dass da mittlerweile. Schade. Alleine, warum wallbangst du mich? Das gehört zum Spiel, genauso wie Leute beim Spawn killen. Musste ich auch schmerzhaft lernen. Ich habe nur 3 gekriegt. Da war lernen leider. Durch Schmerz. Lernen durch Schmerz. Da war leider Schluss nach 3. Aber ich habe gedacht, man bräuchte mehr Upload. Ich habe nämlich Kilobits und Kilobytes verwechselt. Aber Paul, das heißt, du kannst auch Full HD 60 FPS bei dir zu Hause streamen. Ja, dann war die Bitrate einfach nur falsch eingestellt. Ich glaube, 35.000 ist ein bisschen viel für Full HD. Stream. Das ist eigentlich eine normale Bitrate. Ich fühle es mir auf 10.000 eigentlich, aber auch mal sogar noch mehr. Also die Videos für YouTube, die rennen eigentlich immer auf 24.000. Wie es aussieht, reichen 10.000 aber schon aus. Ich hab 5 kbps, also großes Bild. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ja, das ist normal 8, glaube ich. Jetzt, ne? Problem ist halt, dass ich die Karte nicht kenne. Ich hab die so selten jetzt gespielt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich einen Shooter gespielt. Das war ein Livestream. Jäger ist der letzte. Nicht Hand. Ja, Jäger. Oh, hi. Geht's dir gut? Also mir ging's gut. Ich bin unsichtbar. Wieso spiele ich eigentlich Glass? No one can see me. Lebt die Kamera eigentlich noch? Ja, die lebt noch! Geil! Hey Robert, ja, das wird erst witzig, wenn du das machst wie der Typ aus Pute von Panem. Ich nutze meine Bäckerfähigkeit, um zu tafeln. Das hätte ich aber auch im Originalfilm so bringen. Das. Ja, weißt du, voll die krasse Szene und so, aber erstmal so ein Bullshit einbauen. Das war richtig dumm, Alter. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ach Leute. Ach, da war doch. Eigener Trupp neutralisiert. Ich dachte, ich wäre nichts mehr. Scheiße. Aber da 2 in diesem kleinen Vorraum. Ich sag doch, ich spiele nur zu 0. Ja, beschwer dich, du bist der Schlechteste. Robert, lass Leute sein, ja? Menschen töten Menschen. Das finde ich normal. Ich habe wenigstens 4 Kills gemacht. Ich bin positiv. Paul ist 2er mit 0 Kills. Wir haben ja eine Freundschaftsanfrage geschickt. Der Gegner. Warum denn der Gegner?
Da kommt ein anderes Match suchen. Hallo. All on and on and nine. Was war meine Tastenkombination, um die Cam auszuschalten? Wollte ich dir nicht sagen. Ich habe dafür gar keine Tastenkombination. Ich glaube, es gucken gerade zwei Leute zu. Einer davon bin ich. Nein, keine Ahnung. So, jetzt will ich hier auch endlich mal... Ich muss lernen, dass das Spiel nicht mehr wie COD zu spielen ist. Ich hab die letzten Tage ein bisschen zu viel Call of Duty. Was kann ich denn mal so spielen? Was wäre denn mal so eine gute Entscheidung? Eigentlich ist gar nicht so eine Paul, Küste. Also Paul, langsam. Nicht sprinten, du kannst nicht neu spawnen. Ja, das ist irgendwie komisch, wenn man von so einem... Ich muss ganz vorsichtig, weil ich die Kopfwege fällt der Hut runter. Wenn man von so einem Fast-Shooter auf sowas Langsames wechselt. Also man kann das Spiel sehr schnell spielen. Ja, aber dann brauchst du auch das nötige Aim dafür, weil du hast nur ein Leben. Das stimmt. So, deswegen lieber ein bisschen langsamer vorgehen und dafür nicht sterben, als schnell vorgehen, sterben und das war's. All out into the night. Und der Stream-Status ist gut, also das läuft ganz gut. Paul. Ja, der Stream läuft auch ganz gut. Warum stream ich überhaupt einen Full-AD, den ich jetzt keiner an Full-AD anguckt? Wir müssen eine Bombe aufbauen. Weiß ich nicht. Weil du es kannst. Guck ich keiner an Full-AD. Ich hab hier so eine schöne Auflistung. Ja, ich weiß. Mal wieder auf Live-Chat wechseln, so kann ich den Live-Chat Wir haben halt keine Zuschauer, die Full HD gucken können. Wir haben halt schlechten Download. Was? Alle Zuschauer haben zu schlechten Download. Wo sind die denn? Was spielen wir für Spielmodus? Bombe. Okay. Oh, so ein Haus könntest du hier in Deutschland nicht bauen, das ist immer viel zu kalt. Die Räume alle nicht abgeschlossen sind. Außerdem haben die gar keine Tür. Erneut gesichert. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Mal gucken die irgendwo raus? Türen sind alle zu, Fenster, wie es aussieht. Das war ja Klugschild. Von wo hat ist sie abgeschossen worden? Da aus der Tür. Ja, stell ich genau vor mich. Hier ist Stacheldraht drin, Paul. Wo du reingegangen, unter dir. Wo du reingegangen, unter dir. Ja, ich habe gedacht, du würdest da durchs Feld reingehen. Ich nicht vor, ich wollte von oben kommen. Hab ein.
wollte gerade eine Smoke werfen. Das lief nicht so wie geplant. 2 gegen 2. Aber auch die Kamera? Ist nicht länger in deinem Besitz. Einer vom eigenen. 1 gegen 2, Paul, machst du. Halt die Klappe. Ja, ich bin auch schon leise. Oh, eine Blute, Paul. Ja. Guck mal, eine Gegner hat schon aufgegeben. Er war schon tot. Ja, ich weiß. Bringt mir das nichts. Der hat solche Angst vor dir, der will nicht mehr weiter gegen dich spielen. Genau. Nur 40. Ja. Eigener Druck neutralisiert. Aber wie dir aufgefallen ist, ist mir vielleicht die Zeit davon gelaufen. Ja. Ich hab zwar genau damit gerechnet, dass er da längst ist, aber. Irgendwie nicht davon abgehalten, auf mich zu schießen. Leider nicht. Ist der Rahmen eigentlich eingestellt oder ist da ein paar Pixel zwischen Platz, zwischen Rahmen und Cam? Ich glaube, der ist richtig eingestellt. Der ist richtig eingestellt. War aber dann ein kurzer Moment aus, als wäre da noch irgendwie so Platz zwischen. Dann würde das ja keinen Sinn machen, da einen Rahmen hinzumachen. Ich meine, man macht Rahmen auch normalerweise so, dass sie alle vier Seiten abdecken, aber. Das macht der Brauche da ja nicht. Das soll nur ein bisschen das Spiel von mir trennen, damit er keine direkte Kante ist. Dafür ist der ja da. Ich finde, da ist der eigentlich gar nicht so schlecht. Die Bomben schützen. Okay, wo sind wir denn? Ich hab mega die geile Idee für ein Event für Frostpunk. Ich werde es wirklich aufnehmen. Ja, ich werde das aufnehmen, aber das Event werde ich niemals umgesetzt kriegen. Was denn vor? Ja, stell dir mal vor, du könntest, du hättest Zugang zu so einem Kälteraum. So. Du willst in einem Kälteraum aufnehmen? Ja, überleg dir das mal, wie geil das wäre, wenn, das, wenn du halt nicht genügend Leute mit Hitze versorgst, wird es dir auch automatisch kälter, so als Bestrafung. Kannst du lustig vorstellen, das ist echt schwer. Kälteraum ist natürlich safe, never kalt genug dafür. Um macht keinen Sinn, die aufzumachen und da ein Schild hinstellst, oder? Um minus 150 Grad zu erreichen. Aber ich glaube, so ja. Minus 40, 50 Grad sind auch schon unangenehm. Okay, hier gerade alles abgefangen. Weiß einer von euch, von wo die kommen? Hängen hier am Fenster. Ein paar. Alle. Alle fünf. Nein, nicht alle. Ein paar, habe ich gesagt. Wo denn genau? Ich wechsle das Magazin. Bei mir. Also bei B am Fenster. So schlecht in dem Spiel.
Einer ist im Bad. Ich bin tot. Wir haben Glas. Ich habe ihn gerade gehört. Ich frag mich ja manchmal, ob Leute ohne Sound spielen. Ich hab mir genau in dem Moment gehört, wo er mich erschossen hat. Muss halt da weg, weil Glass gekommen ist. Dann hab ich halt eine Granate reingeworfen, den gedownt. Ich hab dir zugeguckt. Und dann kam einer von hinten. Bin gestorben. Ja, warum stirbst du auch einfach? Weiß ich nicht. Keep blame and flashback. Was sind die Benachrichtigungen? Ich wirklich ein neuer Freund. Eigentlich brauche ich ja gar keine Freunde. Lass das mal offen. Ich muss noch weiter Glass spielen. Sieht man das Fenster eigentlich? Nee, es sind nicht, wird nicht aufgenommen, das ist ein Overview-Fenster. Das ist ja praktisch. Wir müssen eine Bombe. Wie viele Runden spielen wir eigentlich, Paul? Weiß ich nicht, bis wir keine Lust mehr haben. Und wann hast du eigentlich mal vor, vorbeizukommen? Hab ich dir doch geschrieben, nächstes Wochenende, wenn du Zeit hast. Nächstes Wochenende. Okay. Ja, am Freitag. Müssen wir halt noch komplett Dark Souls als Film machen. Würde ich nämlich gerne endlich mal hinter mir haben. Ja, kannst du mich auch gerne abholen. Ja, ich komm gleich vorbei. 10 Minuten bin ich da. Nee, das geht nicht. Ja, ich kann mal gucken, vielleicht kann ich ja schon Mittwoch zu dir kommen. Ich würde sagen, wir gehen durch den Haupt, also durch den Innenhof. Fick dich! Schön, ich hab auch auf dir geschossen. Da ist, noch die, ist da auch die Bombe drin? Nee, oder? Nein, aber ich würde durch den Innenhof gehen, weil die haben halt nach innen verstärkt. Also gehe ich davon aus, dass dahinter direkt die Bombe ist. Wie weit sind A und B denn auseinander entfernt? Warum haben die denn sonst da verstärkt? Weil da einer lurkt. Die komplette Wand. Weil einer da lurkt. Irgendwo noch ist blockiert. Hier ist irgendwo eine Weltkrieg draußen. Hinten durch, von meiner Position aus. Nur noch ein Gegner übrig. Das ist der? Nee, das ist Smoke gewesen, meiner. Vorsicht, Flash. Ich weiß nicht, wo er ist. Weg. Hast du eine Drohne? Eine Drohne, da mal reinzufahren. Liegt bestimmt irgendwo hinter einfach. Ja, ja, da ist er. Hinter der Theke.
Nerv ihn mal ein bisschen. Okay. Ist hinter der Theke ja vorgekommen. Ja, ich hab's gesehen. Deck mich mal. Ich wollte gerade blenden. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Der war safe, Kill. Kann man nur so sagen, der war echt gut geschossen. Der ist tot. Ich muss doch total viel die Russen spielen. Das sind Russen, oder? Mann, ich glaube, was war die russische Spezialeinheit? Spetsnaz? Ja, Spetsnaz, genau. War die russische Spezialeinheit, oder? Ja. Okay. Win 4 rounds with the GEO in multiplayer. Do 20 kills with any shotgun and terrorist hunt. Win 8 rounds with the Spetsnaz in multiplayer. Reach a minimum score of 3000 at the end of a match in multiplayer. Do 7 kills with any shotgun in multiplayer. Do 7 kills with any handgun in multiplayer. Schon wieder. Ich bin mal so assi und leg eine Bärenfalle in die Dusche. Also nicht mehr duschen. Nicht mehr duschen, Leute. Da läuft aber auch nie einer rein, aber das glaube ich gar nicht so viel Sinn. Ja, mal gucken, vielleicht achtet darauf ja keiner, ne? Hast du noch ein Schild? Nee. Ich hab noch eine Wand. Mach die Tür dann für mich zu. Welche denn? Die direkt neben dir. Voll, hast du das weg? Hast du einen Shotgun dabei? Du aus? Wow, man kommt da gerade so nicht durch. Ja, genau. So. Oh, oh, hier, unten. Oh. Hier ist der Dropper auf. Der war schon die ganze Zeit auf, wir haben hier aufgemacht. Hab den. Weiß nicht, wo ich meine letzte Bärenfalle. Okay, komm hier, so als Teppich vor die Couch. Wird keiner reinlaufen, aber die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigen sie. Welche Zugangssperre war das? Ein Gegner übrig. Mute ist beim Diffuser. Im Fenster hängt der letzte. Ja. Weißt du, okay, wo am Fenster? Links. Jetzt zumindest. Also gerade. Gerade hängen sie links. Da, genau so macht man das. Kaum mache ich mal wieder Kills, holen wir auch Runden, weißt du? Liegt nur an mir. Ja, wir haben eingespielt, deswegen hätten wir vorher Touristik spielen sollen. Ja, warum? Man kann auch einfach die Runden von anderen Leuten machen. Weißt du, welcher Chunker, den werde ich gekriegt? Ich hab doch gerade aktuell die Aufgabe, Leute mit einer Shotgun zu töten, ne? Dann ist Doppel-Shotgun doch das Richtige.
Kann man so sehen. Ja, nimm Tatschanke und setz dich genau hinter das Mira-Fenster. Ich hab wieder mit SWTOR angefangen. 2-2, letzte Runde. Ich hab wieder mit SWTOR angefangen. Schön für dich. Ja, ne? Wo macht mein Mira-Fenster denn bitte am wenigsten Sinn? Aber am meisten Sinn würde es in der Wand machen. Wo? Hier. Ich weiß nicht, welche machen wir denn lieber, dicht, die rechte oder linke? Mach die linke das dicht. Naja, würde ich auch sagen. 10 Sekunden noch. Und dann stell dich bitte so vor, bleib bitte vor dem Loch stehen. Damit das nicht zugemacht wird. Wenn einer zumacht, dann schieße ich den. Ist da einer drin? Was mit dir, Paul? Gerade nicht. Das Fenster wurde aufgemacht und ich ziehe mit der Schaufel drauf. Sobald er gucken kann, ist er tot. Weiß, dass wir auch weiter hinten gucken können, oder? Nein. Können die nicht? Ein Sniper-Shotgun ich halt, ja? Sniper-Shotgun? Nein, Dukebi hat noch 50 HP. Ich habe den zweiten Schuss versammelt, sonst wäre Dukebi tot gewesen. Also hinter dir am Fenster, Dukebi, 40 HP. Eben ein Shotgun da auch offen ist. Ja, und der andere lurkt. Das ist das größere Problem. Los, Hunter, Jäger. Noch nicht tot. Die ist links. Oder? Okay. Fletch ist tot. Nein, die war rechts. Tut mir leid. Ich hab den Laserpointer ja gesehen. Okay, ich nicht. Hab nur kurz durchgeschaltet. Meinte sie links zu hören. Wollte eigentlich rausspringen. Da links habe ich einen down geschossen, deswegen wollte ich eigentlich raus mit ihnen holen, aber. Dann sag das doch! Ich wusste ja, dass da einer ist. Also ich wusste, dass der zweite da auch ist. One is injured. Naja, mittlerweile ja nicht mehr. Ja! Als du gestorben bist, hättest du das ruhig mal erwähnen können. Ich weiß nicht, wo ich Brush hätte. Kannst du ja nicht sagen, das kannst du ja auch schreiben. Außerdem ist standardmäßig, glaube ich, K. Nee, U ist es. U? Bei mir. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Schade. Ich verstehe nicht, warum er sich da gezeigt hat.
bin ich mal gespannt. Wie viele Matches hast du gespielt? 2 oder 3? Paul. Das war das zweite, was wir beendet haben. Achso. Das kriegen wir irgendwie schon hin. Ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch. Also, es lohnt sich, glaube ich, nicht nur für eine Stunde zu streamen, oder? Was meinst du? Hä? Jetzt sind wir etwa 40 Minuten lang live. Das kriegen wir schon hin. Ein paar Runden können wir ja noch machen. Ja, wir können ja auch noch das Spiel wechseln, so ist das jetzt nicht. Das stimmt, das können wir auch. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Weil jetzt kommen nur 4. Das wird lustig. Hey, wir sind 5. Darfst du doch mitspielen? Wenn die jetzt noch connecten. Dürfen die noch mitspielen oder sind die da nur Zuschauer? Wenn die jetzt noch vor Rundenstart connecten, ja. Und dürfen die als Rekruten mitspielen. Natürlich praktisch. Soweit ich weiß. Hast du ja schon die Vorstellung von Parabellum angeguckt? Von was? Von Parabellum. Die Operator und die Karte? Ja. Habe ich, ja. Ganz interessant. Mal die Karte sieht richtig cool aus. Ja, ich hoffe, die wird ähnlich wie Haus. Weißt du, so fast alles kaputt machbar, aber trotzdem irgendwie ausgewogen. Die wollen ja extra darauf gehen, dass die möglichst in der ESL gespielt wird. Für die ESL angenommen wird, ich weiß. Was Karten, hältst du von den beiden Operatoren? Ich weiß noch nicht, wie sich die Funktion von dem Typen, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht, wie praktisch das sein wird. Mit dem MG, was man steuern kann. Ja, solange das rumsteht, ist es ja unzerstörbar. Also, sobald er das benutzt, kann es zerstört werden. Ja, und er kann das nicht mehr benutzen, also nur er kann das benutzen und sobald er halt tot ist, ist das unbrauchbar. Das ist eigentlich ganz praktisch. Legst das einfach irgendwo hin, wo die reingehen könnten, so hinter die. Sobald die ja kommen, kannst du aktivieren, von hinten auf die schießen oder sowas. Die ganze Zeit da drin zu sein, ist ja sinnlos. Und sobald du weißt, dass da welche sind, sodass dass du die zum Beispiel zwischen dir und dem MG einkreist oder sowas. Das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass daraus Folgendes passieren wird. Und zwar, dass man das Ding einfach in den Raum reinsetzt und sich selber irgendwo auf der Karte hinlegt, den Raum mit dem MG verteidigt, aber selber halt nicht anwesend ist. Meinst du so, als selber einfach irgendwo in der Ecke legst? Ja, einfach ganz weit weg vom Room selber. Und dann mit dem MG halt den Raum verteidigst. Ich nehme mal nicht an, dass es 360 Grad rotierbar ist, oder? Ja, doch, das nehme ich schon an. Also ich nehme an, dass du sehr wenig Leben haben würdest. Ich meine, dass du schon mit diesen anderen Gadgets mit einem Schuss kaputt kriegst. Nee, ich glaube, dass... also, Thatcher kann das ja kaputt machen, obwohl das nicht aktiviert ist. Kann der? Oh, haben gewonnen. Das ist einfach. Also, das war jetzt echt easy. Was? Ich hätte gedacht, die Gegner könnten ein bisschen mehr. So jetzt. Ich spiele gegen niemanden, oder? Doch, da sind welche drauf, wir sind Gegner drin, okay. Jetzt beginnt's richtig. Okay, was können wir da mal spielen? Verteidigen als... Was verteidige ich denn mal? Ich will Caveira nicht spielen. Kann ich nicht. Ich spiele Mute. You're kicked from the server. Wir müssen die Biogefahr gut behälter schützen. Den Raum sicher. Okay. Biogefahr gut behälter ist natürlich auch wieder ganz klasse. Ah, wir haben Westen.
Hab mich gefragt, ob Mira dazu haben möchte. Deswegen habe ich mich daneben gestellt und die ganze Zeit angefangen. Und dann hat sie Kopf geschüttelt und dann habe ich gesagt, habe ich gedacht, okay, will sie nicht. Der ist doch nicht so. Ist ja. Dort ist Biogefahrgutbehälter unbekannt. Weiterhin absichern. Drück den hier zu. Jetzt hat seinen Job erledigt. Irgendwas gestört, Sandbot. Ah, da ist eine Twitch-Drohne. Gestört, Sandbot. Ja, das ist ein ganz normales Wort. Gestört, Sandbot. Heißt so. Erstmalig im Duden aufgetaucht, ja. 1945. Genau. Gestörsendet. Gestörsendert. Eine Technik der Deutschen, um den Funkverkehr zwischen Alliierten zu blockieren. Gestörsendert. Einzubauen in Sätzen wie, ich habe dich gestörsendert. Das war eine komische Anzeige. Er hat sich selber gekillt und nochmal sich selber. Nee, er hat jemanden aus seinem Team gekillt. Die beide gleich. Achso, nee, die hat so komische, achso, die hat so fast gleich. Guckst du durch das Loch da? Nee, guck der andere durch. Nein, ich guck durch den Schlitz von der Tür. Ich mach das so ganz intelligent wie hier hinten. Ich stehe hinter dem Fenster. Also ich kann da schon hingucken, Paul. Ja, und sobald sich jemand der Tür nähert, baller ich den ab. Ja, ich kann das ja sehen, wenn da einer kommt. Nein, ruhig da liegen. Nee, ich mach hier zu. Steck du mal irgendwo da hinten. Ich hätte da vorne gleich mit der Luke runterkommen oder so. Das war alles da offen. Hab dazu gemacht. So rein Gegner, das scheint da vorne zu sein. Wie kommst du darauf? Weil die da hinschießen. Das macht jetzt keinen Sinn. Alle Gegner eliminiert. Alter, die sind hier aber auch alle durchgekommen, ne? Irgendwie schon. Ja, da lagen 4 Leichen drin. So. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ich spiele jetzt gleich. Doppel Shotgun. Ich Sniper. Doppel Shotgun. Als Angreifer? Ja. Ich glaube, ich weiß, warum du so wenig Kills machst. Was? Was will der mit dem Satz sagen? Nee, da konnten gar keine 4 Leichen drin sein, Paul. Dumm, Alter, dumm. Warum? Weil 2 sich ja am Anfang gekillt haben. Aber genau den Raum. Nein, nicht in dem Raum. Die haben sich direkt die Granate hochgegangen. Nee, das war nicht ganz gut. Die waren bereits drin. Die haben die Granate da durch die Tür geworfen. Die ist aber in der Tür hängen geblieben. Alles klar. Etwa so wie die Szene bei, wenn 2 sich freuen, streitet sich der Dritte. Vielleicht. Wie ich eine Granate durchs Fenster werfen möchte und die wieder auf meine Position zurückkommt. Perfekt aber. Ist das passiert? Ja, das ist passiert. Also die sind nicht oben. Die haben hier wieder alles gestörsendet. Gestörsendet? Wo denn? Ja, bei der also wenn wir jemals Merch haben, wird das eins unserer ersten T-Shirts. Gestörsendet. Gestört-Sender. Ein Gestör-Sender. Gestört-Sender. Ich hab das gestört-Sender. Nach hinten raus, alles frei. Den paar Mülltonnen.
Und die Luke da aufmachen, da vorne. Wo denn? Da. Ja, könnte ich, wenn wir uns dahin vorkämpfen, mache ich das. Okay. Die unter uns? Ja, die sind unter uns. Gut, dann. Deswegen sollte ich die Luke hier aufmachen. Ich habe jetzt Soft Breaches eingepackt. Ja, wo ist denn die andere Luke? Die andere Luke wäre hier. Mach mal beide auf. Da war einer, dass mir ein Kollege durchkam. Nein! Wo? Bei der Luke. Hinten links in der Ecke. Also warte. Rechts, weiter rechts, ganz rechts in der Ecke. Ganz rechts in der Ecke. Du siehst nur die. Hast nur die Beine gesehen, als sie auf mich geschossen hat. Da lag sie. Halt weg. Drohne ist aktiviert. Wo ist der letzte? Der letzte ist im Raum. Sicher? Ja, sicher. Da war er zumindest gepinkt. Also der kann natürlich hinten links weg, aber der Ping war im Raum. Ja, siehst du? Kann halt nach hinten links weg. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Ich hab schon gedacht, dass der da kommt. Also das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Den einen habe ich gar nicht. Ich habe von dem einen nur die Spitze seines großen Zehs gesehen. Ja, und ich habe halt nur das linke Bein gesehen, habe darauf auch gefeuert wie ein Wilder, aber irgendwie hat er mich schneller daran gekriegt. Für 4 Kills erster. Auch interessant. Die erste Runde war die beste. Da fand ich, haben wir am besten zusammengearbeitet. Meinst du? Ja. Das war unsere stärkste Runde. Ja. Was war denn da? Die ist mir irgendwie nicht so wichtig im Gedächtnis hängen geblieben. Nicht? Das war so ein ganz dramatisches Ende. Hast du nicht mitbekommen? Hm. Nee, muss geschlafen haben. Achso. Du musst halt noch eine Terroristenjagd spielen. Ich habe noch eine Mission für Terroristenjagd. Apropos ganz dramatische Enden. Ja, du musst unbedingt mal Frostpunk spielen. Und muss ich? Von mir aus, nimm das gerne mal auf. Warum soll ich Frostpunk spielen? Weil das echt gut ist, das Spiel. Auf Mittel hat das eine angenehme Schwere von... also es ist schwierig, aber bleibt dabei fair, weißt du? Okay. Und auf leicht ist das auch nicht wirklich einfach. Das muss man zugeben. Ich hab's halt ausprobiert. Hab halt leicht, mittel und jetzt bin ich aktuell dran, schwer zu versuchen, aber. Klappt irgendwie nicht. Was war das Spiel, wo du halt diese Stadt aufbauen musst im Schnee oder welches ist das? Also die Story ist, im Süden der Erde sind alle möglichen Vulkane ausgebrochen, deswegen ist die Erde in der neuen Eiszeit. Okay. So. Und die Leute sind halt nach Alaska aufgebrochen von London aus, weil, ja, da könnte es kälter sein, aber Alaska hat sehr viele reichhaltige Kohlevorräte. Okay. Also du musst gleich da die Garage aufmachen, Paul. Ja, mach ich. Wenn die da nichts hinstellen, was das stören würde? Nee, die haben nichts zum Stören. Doch, Blitz. Stimmt, haben die haben Bandit. Könnt ihr Bandit-Trick machen? Blitz, jetzt ist der Schildtyp. Dumm, Paul, dumm.
Ah, die rechte Seite blitzt auch. Ganz schön. Hast du einen? Fick dich, du Hure. Ja, hab ich. Ja, die haben die komplette Wand geblitzt. Die haben nur drei. Ja, die haben die. Der hat vier. Da oben ist offen. Das ist ja fies. Wir haben aber auch nichts zum Aufmachen, ne? Davon, also zum Kaputtmachen. Wie es aussieht, nicht. Sind aber auch nicht alle im Raum. Die sind aber alle geblitzt, ja. Ah, dumm. Warum geht könnte aber versuchen, einen wegzuholen von den Dingern. Ich habe halt 4 AP noch. So, einen kannst du aufmachen. Ich habe einen weggeholt. Den ganz rechten, von dir aus. Nein. Doch, der ist weg. Nein. Ich? Nein. Der blitzt noch fröhlich vor sich hin. Hast recht. Ich hab noch einen HP. Hab den nicht getroffen. Ich hab noch ein fucking HP. Ich weiß, das ist alles, was man braucht, aber. Nein, hinter mir im Barraum ist einer. Nachladen. Feindliche aktive Sicherung des Behälters beenden. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Wie heißt der Weg oben? Catwalk. Der ist oben am Catwalk, der letzte. Wissen die das? Ja. Ja. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Vergessen die diese Dinger helfen. Obwohl der Catwalk eigentlich der Weg ist, worauf Models auf und ab laufen. Wie heißt denn solche Metallstreben? Die werden in CS werden die zumindest Catwalk genannt. Aha. Um auch immer man auf die Idee kommt, den Laufsteg für Models im Englischen Katzenweg zu nennen. Catwalk. Was soll ich sagen? Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Wand ist sicher. Der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Behälter um jeden Fall.
Wo sind die Gegner denn? Garage ist einer. Einer ist Garage in den Barraum rein. Also Richtung Barraum. Markier den mal nicht, der da hinten am Dach ist. Denn da hinten am Dach. Der gerade markiert wurde. Ist die Kamera nämlich weg? Mann. Ich hab ihn nicht markiert. Ah, zu tief. Ich hab die ganze Zeit ins Schild geballert. Wo ist der? Der letzte ist da. Ja, direkt vorm Raum. Eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Du wusstest, was mit da gemeint ist. Ja, ich wusste ja, wo er reingegangen ist. 16 Uhr. Ghost of Gaming hat die krassesten Pranks böse Nachbarn hochgeladen. Ja, 16 Uhr. Stimmt. Ich hab grad eine Benachrichtigung bekommen. Zuerst wollte ich die Folge nur die krassesten Pranks nehmen, da ich aber einfach mir ein Clickbait und da hatte ich keine andere Wahl, da muss ich das umbenennen. No. Was denn? Krassesten Pranks. Hallo, die sind schon echt fies. Ja, in einem Spiel von 1902, weißt du? 2002. Sag ich doch. Doch fast das Kleine. Kannst ja mal angucken, wie ich das Overlay gemacht habe, wo der Spieler das 4:3 hat. Mit Facecam? Mit Facecam hast du das gemacht, ja. Wenn ich schon eine habe, dann muss ich die auch nutzen. Überlasten jetzt. Ich, keine Ahnung, drei Kameras sind an dieser Treppe draufgegangen. Das stimmt. Wir haben wieder Blitzeblitz. Was haben wir? Die haben wieder Blitzeblitz. Du meinst Bandit? Ja. Du meinst derjenige, der keinen Blitz im Darm trägt. Ja, aber seine Sachen blitzen. Hier ist einer drin. Zwei sind hier sogar drin, in der Garage. Woher weißt du das? Ja, weil ich einen gesehen habe und einer ist getarnt. Die Schüsse hat die Ausgabe. Also einer ist tot. Wo sterbt ihr da alle? Auf der anderen Seite ist ein Loch drin, da haben wir durchgeguckt, da hat er uns durchgekillt. Ja, genau, der. So. Das war Lucky, Robert. Deine Smoke geht gleich weg. Ja, ich weiß. Noch zwei Gegner. 3 Minuten hast du noch. Da. Ich hab ihn gesehen, aber das Spiel geschossen. Da waren 4 Leute in der Garage. Ja? Das war fies, dass er meinen Schatten sehen konnte. Was hältst du davon, wenn wir das Ende von Dark Souls 3 streamen? Wieso nur das Ende? Achso, das ist das Ende von 1. Dafür muss ich erstmal alle anderen Folgen hochladen.
Ja, die 4 kann ich jetzt eben hochladen. Ah, jetzt kann er doch hochladen. Ich hab gesagt, ich könnte hochladen. Allerdings dauert das ewig. Achso, konntest du ihn schneiden oder sind die ungeschnitten? Die sind. Ich kann die nicht schneiden. Jedes Mal, wenn ich die rendere, stürzt Magix ab. Aber auch nur bei den Folgen. Okay, das ist komisch. Ja, ich weiß, dass das komisch ist. Aber ich kann es halt nicht ändern. Hier, liebe Zuschauer. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Mein Baymax-T-Shirt. Oh, die Idiot. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter. Ihr müsst auf jeden Fall noch die Tür dicht machen. Ja, bin ich gerade bei. Nur noch 10 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Bin runtergefallen. War ganz toll. Hinter dem Tatschanka ist offen, das wisst ihr, ne? Was ist das denn für eine Fies? Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Hit. Da ist die Treppe. Kannst du ja aber rausspringen. Und rechne die bestimmt nicht. Sichern den Biogefahrgutbehälter. Handy ist. Nee, ich hab den zu spät gesehen. Ich war ja im Raum. Da. Ich hab den zu spät in der dunklen Ecke. Hab ich schwarz auf schwarz leider nicht erkennen können. Naja, schwarz auf beige. Ich war gespannt, wo die jetzt sind. Ich hoffe, ich werde dafür nicht gekickt für den einen Teamkill. Warum hast du überhaupt geschossen? Ich hab den Rekruten erschossen, der meinte, unsere beiden Kameraden abschießen zu müssen. Achso, den, ja, okay. Ja, und bevor der halt bevor der den dritten da jetzt. Das ist ja nicht schlimm, das stimmt. Ich hab unterschiedlich. Ja genau, den abschießt, ist ja nicht schlimm. Wollen auch gerade auf den schießen. Bevor der noch mehr Teamkills macht. Ja eben, bevor der einen von uns beiden noch killt oder gar. Aber die haben wieder so eine Lurker-Schlampe. Wo sind sie denn? Die sind im Barraum. Ja. Die Tür nach draußen ist offen. Noch 5 Sekunden. Okay. Ist auch einer in der Garage. Wir haben sich komplett verteilt im ganzen Gebäude. Dann lass durch die Garage gehen. Aber Garage oben ist die halt. Kommen wir halt nicht so gut rein. Ich überlege halt, wo wir am besten reingehen. Ich würde von oben kommen, dann können die schlecht lurken. Können wir probieren. Muss halt ein bisschen beeilen. Also schlecht nach draußen schießen, weißt du? Ja, wir sind auch machen hier. Ich hab Soft Breaches, alles gut. Aber ich würde gerne durchs Dach.
bin von irgendeiner Kamera detected worden. Ich weiß natürlich wieder nicht welche, weil ich die Kameras und Karten nicht kenne. Drin, auch hinter Bett. So weit ist das geflogen. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Auf 2 mm ist so ein ACOG-Visier irgendwie eher hinderlich. Ja, ich weiß. Was macht eigentlich unser Typ da doch? Kann ich irgendwo die Karte sehen? Da könnte ich jetzt schön alles einzeln snacken. Dass wir jetzt die 4 Hände gekriegt hat, das war blöd. Wird Truck geschrieben? T-R-U-K, oder? Wird ich CK geschrieben? Aber ich glaube, die finden den jetzt. Eigener Trupp neutralisiert. Ich hab mir letztens wieder ein Video zu Rainbow Six Siege geguckt, wie jemand halt auf Deutsch spielt und so. Und ich krieg das ja mittlerweile gar nicht mehr mit. Aber ist dir mal aufgefallen, dass manchmal, wenn man C4-Handy wirft, der Charakter Telefonkonferenz schreit? Wirklich? Ja, kein Scheiß. Okay, ist mir auch nicht aufgefallen. Telefonkonferenz. Telefonkonferenz. Warum ruft der Telefonkonferenz? Was ist das für ein Sinn? C4-Handy. Ja, aber trotzdem. Ja. Telefonkonferenz. Telefonkonferenz. Ja, ja, immer noch besser als durch 4 Stockwerke zu brüllen. Muss nachladen! Nachladen! Ja, weißt du so. Habt ihr das gehört, Feinde? Ich stell mir, weißt du, das ist ja so eine so ein Sondereinsatzkommando. Das bedeutet, die haben mit Sicherheit mal Handzeichen für Nachladen gelernt, ne? So, deswegen frage ich mich, warum schreien die das, damit der Gegner das hört? Ich meine, ich auf einer Stealth-Mission, weißt du so, sie dürfen nicht entdeckt werden. Lauf da auch erstmal hin und schrei: Nachladen! Ich bin nicht entdeckt worden. Telefonkonferenz! Hast du echt den... Du hast nicht Gold auf deiner Waffe, oder? Bist nicht du. Ah, oh, danke. Ich hab da kein Gold. Ich hab den Goldskin zwar. Ich hab den vor allem auch Pistolen drauf. Warum? Ein paar Pistolen habe ich Gold drauf, aber sonst habe ich, glaube ich, für alle Einzelne Sachen. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 10 Sekunden. Lade nach! Die Gegner haben.
Behälter nicht gefunden. Sicherheitsabstand. Sie versuchen ihn während des Angriffs auf. Wollen Sie da ein Loch reinmachen, Paul? Ja, mach mal. Ein ganz großes? Ja, ein mittleres. Ich versuch's. Danke. Ist das groß oder klein? Das ist groß genug. Ich wollte halt auf die Treppe und die Lichter, die Dinger hier ziehen können. Feindliche Drohne geht zum Scanner in Position. Was ist da aufgegangen wie das Fenster? Weiß ich nicht. Telefonkonferenz! Das Problem ist, ich kann den Dings halt auch nicht sehen. Wenn du reinkommst, bist du live. Hi David, das ist David da im Hintergrund. Hi David. Ein Kind im Schlafzimmer gegenüber ist was. Also. Des Behälters abhalten. Der Scan steht bevor. Timer wird gestartet. Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Herr Lion? Den Gegner von der Sicherung. Herr Gefahrgutbehälter beschützen. Im Badezimmer ist das Schild. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter. Was guckst du so, David? Von der Sicherung des Behälters abhalten. Wer lebt noch das Schild? Das Schild ist tot. Wo ist der letzte? Der ist nicht im Raum, oder? Müsste, weil wir müssen sie doch immer noch. Nee, es verteidigen, nicht umkämpft. Ich glaube, es ist nicht umkämpft. Nicht umkämpft, sag ich doch. Ja, nee, wer nicht. Ich mag die Waffe von Frost mittlerweile. Kannst du hier noch ein großes Loch reinmachen? Dankeschön. Ich wollte kurz einen schnellen Ortswechsel. Ich sehe doch auf keiner Kamera. Ja, aber auch nicht mehr viele. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Na gut, es scheint ja schon mal besser zu laufen als eben auf Küste. Vieles umkämpft, das bedeutet. Hab ihn. Gegner nee, Missionserfolg für Eigentum. Was ist? Werden vier Kills. Scheint ja schon mal besser zu laufen als eben auf Küste. Hast du zugeguckt eben? Ja, ich hab eben mal eine halbe Stunde. Ah, okay. Ja, lief ganz gut gerade. Wir müssen eigentlich schon mittlerweile. Küste war ja ganz schlimm. Ja, Haus ist sowieso die beste. Das stimmt. Dann bis später, Mann. Bis später. 3 Kills, Robert, in einer Runde. Cool, ich hab nur einen. War ja die ganze Zeit im Bad, oder wo war der? Ich weiß nicht, wo der war. Ich gehe mal davon aus, dass er im Bad war. Kam dann halt rein. Und okay. Da unser Rekrut da hinten in der Ecke lag, war der Raum halt die ganze Zeit umkämpft, bloß. Wenn er reingekommen ist. Ja, deswegen. Ich war auch die ganze Zeit bereit, da rauszuspringen, aber. Aber das war echt gut mit dem Loch in der Wand. Da den einen Typen eben im Treppenhaus und dann. Hast du den im Treppenhaus bekommen? Ja, den im Treppenhaus habe ich gekriegt, das war Lion. Und dann war wohl, dass halt keiner am Fenster da hing. Da hing Glass am Fenster. Der hing da am Fenster, okay. Ich habe mich da eigentlich extra nicht mehr gezeigt. Der war halt vorher am. Der war halt vorher am Turm. Die machen da alles auf. Einsatz in 5. Als wollten die, dass wir da reinkommen. Damit die das mal von außen decken können, das ist eigentlich schlau. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters.
vergessen, die Kamera wegzumachen. Wechsel das Magazin. Ich hab einen geinjured. Wo denn? Komm aber nicht. Da. Da ist noch einer. Drohne eingesetzt. Hat den leider letzt nur angeschossen. Das Glück wurde ja noch gekriegt. Der Stream hängt aber schon ein bisschen hinterher, ne? Wie viel denn? Nur ein bisschen. Wir haben jetzt gewonnen im Stream. Was ist das ja? Das ist aber normale Latenz. Ja, natürlich, aber. Ist halt trotzdem immer wieder krass, wie sehr das ist. Wo kommen wir denn hin? Keller. Wir müssen den Biogeladen und den Raum sichern. Hey, Sonne, du warst hier. Hey. Du schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Glass guckt dadurch die Smoke, also. Feindliche Drohne geht zum Scanner in Position. Thank you.
Ich hab gewusst, dass er da ist, aber er hat mich zweimal flashen können und dann. Kriegt man Hitmarker, wenn man einen flasht? Nee, oder? Gibt Hitmarker in dem Spiel? Ja, es gibt Hitmarker. Du kriegst auch nur so eine Sound-Visualisierung. Also der Ton ist anders, wenn du jemanden triffst. Gibt es nicht auch Hitmarker? Jetzt nicht, dass es Hitmarker gibt. Nein, es gibt Hitmarker, ich bin ziemlich sicher. Das ist halt so ein Call of Duty-Ding, ne? Probieren wir gleich raus, ob es Hitmarker gibt. Nein, es gibt die. Wir wissen sehr viel über das Spiel. Alles. Also Sachen, die fallen eigentlich auf, dass es Hitmarker gibt. Das ist sowas von eigentlich unwichtig. Oben sind sie doch. Oh, doch, die sind oben. Gute Arbeit. Der Biogefahrbunker wurde lokalisiert. Sehr schön, Bruder. Ich hätte gedacht, oben wäre keiner, aber dann war ich doch oben. Ja, klau deren Zeit. Abend. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. So. Wir greifen an, Paul. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher. Worauf schießt du? Das Badezimmer von hier aus aufgemacht. Die gehen nicht so weit, schade. Für beide sind die letzten. Toll. Da bin ich jetzt schon wieder. Die heilen sich da drin. Einer ist ein paar Mal angeschossen. Wo ist das? Ach, da unten. Hab Gunners ein paar Mal angeschossen. Da hab ich daneben geschossen, wow. Echt jetzt? Der ist ein Bart. Hab auf den geschossen und dann habe ich genau neben seinen Kopf. Haben noch keinen Boden mehr. Ach, schade, da habe ich daneben geschossen.
Also gut lief das jetzt nicht. Wollen gleich was anderes spielen oder weiter das Spiel spielen? Ich will einfach das Spiel wechseln. Paul. Was? Ich könnte theoretisch auch einfach das Spiel wechseln. Egal, deine Entscheidung. Du streamst. Ich bin nur dabei. Und noch aber weiter Lust auf das Spiel, ob du ein anderes Spiel spielen willst. Und nein, ich meine nicht Dark Souls 3. Robert, ich richte mich nach dir. Fehler. Ja, nicht viel aufzumachen. Wie gehen wir da am besten rein? Scheiße, ich hab vergessen den Charakter auszuwählen. Ja, gut, ich bin Rekrut. So geht das, Paul. Wir haben keinen Heartbreach, ansonsten hätte ich gesagt, meine ich auch. Die Garage. Aber. Bis zum Einsatz. Ja, ich würde durch den, hier. Muckibude. Ja, ich auch. Weiter zu seiner Position. Da mal reinfahren, Paul. Wäre gut gewesen, ja. Einer. Ja, da ist Witchel. Ja, das hilft mir natürlich gar nicht. Ich bleibe in der Kamera. Okay. Nichts zu sehen. Oh, verkackt. Deiner ist abgeschaut. Ja, Virgil ist in der Nähe. Hinten durch ist Doc. Gut. Hat er uns alle drei gekriegt? Nur noch einer vom eigenen Trupp. Das lief nicht so gut. Eigener Trupp wurde eliminiert. Good luck. Aber ich wäre mal kurz für eine Pinkelpause. Aber gar kein Pausebildschirm. kannst du eben schneller einen einrichten? Theoretisch. Kann ich das. Ich kann dir auch eben Pausebildschirm rüberschicken. Warte, lade ich dir eben hoch. Ja, eine Bilddatei. Ja. Lade ich dir eben hoch. Wo lädst du das denn hoch? Bei Dateibrowser. Oh, der ist voll. Kannst du nichts reinladen? Nein, der ist nicht voll. Achso, da meinst du. Ja, okay. Ich meine nicht Dropbox. Ja, Dropbox ist überfüllt. Ich glaube, das ist bei 4000% oder sowas. Ja, weil wir die Pro-Version aktuell nicht haben. Aus Gründen. Wo ist das jetzt? Das heißt Pause JPG im Dateibrowser von Admin-Bereich bei uns im TS. Krieg ich hin. Hab ich eben schnell zusammengeschustert. File Transfer complete. File Transfer complete. Wo hab ich die Downloads? Sieht denn das aus, das Bild? Ach da. Für wann hast du das gemacht? Bevor du gekommen bist. Sieht nämlich gar nicht so schlecht aus. Dachte ich auch. Auf Pause kann man aber nicht lesen. Doch, kann man. Kann man nicht. Doch, kann man. Kann man nicht. Robert, dann kauf dir eine Brille, verdammt nochmal. Man kann das lesen. Kann man nicht. Schreib das doch irgendwo oben links in die Ecke und nicht genau in die Mitte. Mann. Mann, dann mach's doch selber, weißt du. Ich geh jetzt pinkeln. Kannst du mir wenigstens die Datei geben? Das ist die Datei. Hast du keine mehr bearbeitbar? Die ist nicht mehr bearbeitbar. Toll, ja, dann nehme ich jetzt das aber und mach mir in der Zeit eigenes.
Ja, warte, ich kann dir eben die Rohdatei hochladen. Die meine ich doch. Ja, die Rohdatei kann ich dir hochladen. Das ist kein Ding. So, heißt Rainbow Six E6029036. Finde ich. 063. So. Gleich. Bis gleich. Wir machen jetzt Pause. Wir kommen sofort wieder. Ciao. Oder bis sofort.
So, wir sind zurück. Paul, bist du auch da? Hallo. Hallo. Ja, ich bin auch da. Spielen wir weiter? Ja. Habe ich gar keine Lust mehr, oder wie? Ich habe gerade ein bisschen mehr zu tun als das. So. Jetzt bin ich voll da. Ah, okay. Bin schon irgendwie voll gespannt. Wie findest du den neuen Pause-Bildschirm? Habe ich doch schon gesagt. Hattest du? Kann man machen. Ist der besser oder schlechter? Kann man machen. Wert mal, ist der besser oder schlechter? Robert, ich habe meinen in 2 Minuten zusammengeschustert, ja, okay, damit ich ja, irgendwas stimmt. habe. Ich habe jetzt ein bisschen länger an dem gesessen. Was Besseres da rauszuhauen ist jetzt nicht wirklich schwierig. Spannend, wie lange wir heute noch streamen werden. Wo gebe ich eigentlich bei YouTube an, welches Spiel wir gerade spielen? Das tust du unten in den, also das tust du in den erweiterten Einstellungen. Übernimmt er das ich dann fürs ganze Video und nicht nur für... Das gilt fürs ganze Video. Ja, deswegen, wenn man dann im Stream das Spiel wechselt. So wie ich im 48-Stunden-Livestream. Dann kann man da gar nicht angeben, was man gerade spielt, so richtig. Genau, das kannst du nämlich nur bei Twitch, weil da wird das eingereiht in gewisse Rubriken und nicht wie bei YouTube einfach alles auf einer Seite vollgeklatscht. Da muss YouTube meiner Meinung nach noch ein bisschen nachziehen. Überlegt dran, ob ich den Stream einfach da mal kurz für ein paar Sekunden stoppe, damit er sich das als neues Video speichert. Dann könnte ich das nämlich, glaube ich, umstellen. Lass es doch einfach. Was lassen? Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Mehreren Spiele. Ja. Mal schauen, ob wir noch gleich was anderes spielen wollen oder nicht. Wo ist die Lugas, die bitte mal anpingen? Ah, hier. 10 Sekunden noch. Wie check die Willkommensmatte dann? Haben wir irgendwie Bären fallen nicht zu Schnappschuhe an? Die heißen garantiert genauso. Ja, aber du mit deinem Verstört-Sender. Sender. Ich hab mich da nur versprochen. Verstört-Sender. Treppenhaus und mehrere. Ach. Seh dich. Ist
nicht gut. Boah, hab ich mich gerade vor deinem Schatten erschrocken. Was machen die da auf? Einen fast gehabt. Noch ganz wenig Leben, ja. Ja, wir haben jetzt Nachmittag, das bedeutet, das ist gut, dass wir gleich mal kein Rainbow Six Siege spielen. Warum? Was ist Nachmittag? Weil die Sonne genau so durchs Fenster scheint. Ich bin halt in meinem alten Zimmer und nachmittags scheint die Sonne genau so. Ich sitze jetzt vor zwei riesigen Lampen, obwohl die scheinen auf meinen Bildschirm. Die scheinen halt genau auf, die Sonne scheint halt genau auf den Bildschirm, weswegen ich nicht mehr so viel erkennen kann. Dann stell den Bildschirm doch heller. Hab ich schon, der steht schon auf volle Stufe. Ja, Paul, warum machst du das nicht einfach? Damit das Video halt gut aussieht, habe ich das Spiel immer von den Gamma ein bisschen niedriger. Aber den Bildschirm habe ich halt schon auf volle Stufe. Also ich sag mal so, ich mache maximal noch eine Stunde. Das Spiel, ja? Die Geisel lokalisieren. Nee, generell. Danach würde ich gerne mal so eine Stunde Pause machen vom Zocken. Können wir gerne machen. Hab sie. Was für Zeichen hochladen? In einer Stunde. Was ja, soll ich da hochladen? 5 Sekunden Porno. In 4K. Hey, einer ist Vigil. Der hat seine Fähigkeit benutzt, damit ich ihn nicht tracken kann, der Vollidiot. Kann er die unendlich oft einsetzen? Nee, ne? Doch? Glaub schon. Geisel gesichtet. Er hat dich gehauen. Ja, hab ich gesehen, war gar nicht. Mitten ins Gesicht, ja? Voll unfair. Oh, aufs Dach hochgehen oder willst du hier rein? Wollt den holen, der hier rauskommt. Hab ich nicht geschafft. Wie wird der mir jetzt auch in der Shot gegeben? Nur auf Hälfte geschossen. Okay, da können wir ein bisschen zugucken. Warum rennst du dir denn entgegen, wenn du weißt, dass der da rauskommt? Weil ich wusste, dass er da rauskommt und ich mir sicher war, dass ich den kriege. Aber das war halt nicht so. Und das war der nicht. Ella hat mich getötet. Ja, mich auch. Ich bin, glaube ich, alle an dieser Tür gestorben. That moment I knew I was dead. Das lief ja perfekt. Oh, wir haben schon 5. Was will ich spielen? Capcan. Das war gut. Ja, komm, die und danach mache ich noch eine und dann hören wir auf für heute. Können wir machen. Also ein paar Runden spielen wir noch, wie es aussieht. 2 Stunden. Ich spiele schon 2 Stunden und 20 Minuten. Ja, eben, reicht doch erstmal. Von mir aus können wir morgen noch mal was streamen. Was hältst du davon? Den Raum sichern. Also, wollen wir 2 Farben? Ja, müsste morgen Mittag, Vormittag passieren. Weil Nachmittag bin ich weg. So ab 18 Uhr.
Ja, 18 Uhr gehört für mich zum Nachmittag. Eigentlich gehört 18 Uhr für mich morgen, zu morgens früh. Aber. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie überkommen. Er hat die Westen so hingelegt, dass ich alle Pfeile jetzt Westen nehmen können. Guck mal. Ja, das tun sie auch gerade. Draußen. Wo draußen? Ja, ich habe so ein kleines Köpfchen gesehen, habe zu spät reagiert. Bei meinem Todespunkt. Kann jetzt sagen, wenn einer von den Waggons kommt. Der war live. Hinten in der Ecke. Ich bin halt voll blöd gewesen. Gegner haben die Geisel nicht mehr. Mission gescheitert. Geisel wurde evakuiert. Das lief nicht so gut. Nicht? Ne, gar nicht. Komm, letzte Runde. Kommt eigentlich Outlast auch wieder? Ja, sobald ich zu Hause bin. Hast du auch aufgenommen? Ja, hab ich doch schon gesagt. Da hast du dich ja immer so ein bisschen vorgedrückt gehabt. Ja, ich hab das Spiel jetzt durchgespielt. Und wie war's? Fast durch. Ich bin kurz vorm Ende. Sicher? Ja, jein. Ich habe auf jeden Fall, also zwei Folgen habe ich aufgenommen, so. Und ich gehe davon aus, dass ich kurz vorm Ende bin. Mein Bruder hatte mich gefragt, ob ich den Typen schon kennengelernt habe, der andere Männer verstümmelt, um sich die perfekte Frau zu machen. Nein, habe ich nicht. Kommt er im ersten oder zweiten Teil vor? Ich glaube im ersten. Müsste der erste sein, ja. Kommt noch im ersten vor. Wo bist du denn gerade in der Story? Ein bisschen weiter hinter den beiden Typen, die dich one-hitten. Ja, ich weiß gerade nicht, wo du bist. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Oh, der schlimmste Raum, Alter. Du musst auf jeden Fall oben dicht machen gehen. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Gelegt. Sicherheitsabstand halten. Zugangssperre scharf
Ja, das gefällt mir nicht. Es bleiben 5 Sekunden. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Legal, kommt mal auf. Zugang gesichert. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Kameras sind ja cool. Und wo? Nebenraum. Wenn das Schild sich wegbewegt, ist dahinter direkt Smoke. Musst du aufpassen. Smoke ist einer von uns. Hatcher. War einer. Natürlich. War ein schöner Headshot, oder? Ja. Es war kein Lucky Shot, ne? Der war genau so gezielt. Jetzt hat mir irgendwer die Bahn angenommen. Was spiel ich denn? Ich spiele Glass. Ich Sniper. Du musst auch ganz viele Spetsnazonen spielen. Das ist total nervig. Du hast doch noch eine Woche Zeit, oder nicht? 2 Tage. Weil Dienstags werden die immer, ne? Ich glaube, der Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Mittag ist nur heute. Heute ist Sonntag. Dann Dienstag, ja. Bibliothek ist das. Ich weiß nicht, welcher Raum das ist. 10 Sekunden. So aus die Bibliothek. Noch 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Wie gehen wir da am besten dran? Die ganzen Boost jetzt schon raus. Ist da einer, Paul? Hier oben? Ja. Bin noch nicht erschossen worden, also. Da wird aber auf jeden Fall einer sein, oder nicht? Och Mann! Hier vom Fenster weg. Hinten durch. Ist einer bei dir. Er hat unsere Position aber gefährdet. Und? Jetzt nicht mehr. Da wüsste ich halt genau, wo du bist. Und? Kann man da eigentlich irgendwie hier drauf? Ja. Gehen wir. Wie lange man braucht, bis man da ran kann? Drohne bereit.
wieder Feind draußen. Weißt du, wo der ist? Ich gehe mal davon aus, dass er im Raum ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Warte, ich habe noch eine Kamera da drin. Der ist Dining Room. Wo ist der? In front of objective. Im Dining Room angeblich. Ja, ich sehe. Hardbike ist im langen Gang. Da habe ich zu schlecht geschossen. Ah, der war schön. Der war richtig schön. Hast du darauf gewartet, die da hinten zu hören, oder was? Ich habe ja gesehen, dass er da ist. Ich wusste nicht genau wo. Und dann habe ich mal kurz überlegt, ob es so klug ist, das wirklich zu machen. Und dann habe ich da runtergesprungen. Ah, gut, dass du gewartet hast. Bin ich genau mit umgedreht, oder wie? Wollte ja unterstützend zu Hilfe kommen, aber da warst du schon tot. Komm, versuch mal. Ich war zu überlegen, sterbe ich dadurch Fallschaden oder überlebe ich das? Da habe ich überlegt, ja, okay, vielleicht ist es unklug, mit der Sniper da runter zu springen und dann habe ich die Pistole. Ja, aber die ist halt, wär's halt ein bisschen früher runtergesprungen. Ich glaube, ich hätte die noch reagieren können. Sehen das Ding nicht, ne? Nur IQ und so. Man kann das erkennen, wenn man genau hinguckt. Das ist halt nicht komplett unsichtbar. Weil das ja unsichtbar wird. Das ist ja nicht komplett unsichtbar, also man kann das erkennen. Wenn man genau hinguckt. Mach! Nein! Ich kann das nicht rauswerfen. Wie behindert ist das denn? Oh, die haben Twitch. Kann er sagen, wenn da einer kommt? Twitch hat aufgemacht. Wo? Für die Dinger. Beide Fenster. Ich hab einen verletzt. Wo? Ja. Hinten im Treppenhaus. In der Luke. Man müsste mich aufheben, Robert. Ja, ich dachte, das wäre sicher, wenn du das ich wollte gerade sagen, nein, jetzt nicht. Wenn du das sagst, hab ich halt gedacht, dass das sicher ist. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Das war interessant. Hätte auch einfach die Wand schießen können. Also. Wie assi war das denn? Ich spiele nur zu 0.
Ich hab zumindest 4 Kills gemacht. Da bin ich ganz froh drüber. Sehr peinlich, 0-0 zu spielen. Ich bin zumindest einmal gestorben. Gut, dann. Reicht für heute. Ich beende mal den Stream. Ich verabschiede mich von meinen YouTube-Zuschauern. Ich hoffe, euch hat der kleine Zusammenschnitt aus Roberts und meiner Sicht gefallen. Es wird von mir hochgeladen. Und Robert hofft natürlich, dass euch der Stream gefallen hat. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video oder Stream. Ciao. Tschüss. Muss noch